Herzlich willkommen zurück zu Life Goes On. Das Leben geht weiter. Es gibt hier ein neues Element mal wieder. Und zwar kann ich hier nach links und rechts und nach oben und unten verfahren. Ich möchte hier zuerst mal, glaube ich, selber rüber. Vielleicht ein bisschen tiefer. Ja, so ist gut. Oder, aber da unten sind halt auch Stacheln dran. So, hier sind auch Stacheln. Gut. Ah, hier den Stromkreis schließen. Dann kann ich die Stacheln an- und ausschalten. Und letzten Endes da drüben den Schalter dauerhaft aktivieren. So, das heißt, ich brauche jetzt hier die Stacheln. Zack. Und damit der nicht verbrannt wird, einmal ganz hoch. So. Damit kann ich jetzt schon da hoch. Die Frage ist nur, wo ist das Monster? Das Monster ist ganz oben. Und um da hinzukommen, müsste ich, glaube ich, die Plattform irgendwie so hin tun und einfach mal fahren lassen, ne? Und dann hoffen. Nein, okay, das klappt so nicht. Fährt die auch diagonal? Ja, tut sie. Moment, Moment, ich kann die doch in beiden Richtungen gleichzeitig fahren lassen. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie hier unten entsprechend so hinkommt, dass ich am Feuer vorbei draufhüpfen kann. Und dass sie oben möglichst weit am Monster liegt. Genau, geschafft. Sehr schön. Das war ja einfach. Hepp. Und schnell hier rüber. Autsch. Ach, die armen Ritterchen. Wobei, eigentlich nicht. Antoine Kibbel ist der Sieger dieser Runde. Die Effizienz ist die 5. Ja, je weniger sterben, desto effizienter. So funktioniert das. So funktioniert Krieg, ne? Dachte ich. Nee, Blödsinn. Ach, egal. So, aber hier komme ich erstmal nicht... Ah doch, hier komme ich sogar hin. Ich dachte, das wäre schon verschlossen. Und hier kann ich das Ganze wieder zurückfahren. Was tut das? Das dreht das Ganze hier um. Ist ja sympathisch. Denn ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich da rüberkomme. Das Problem ist nur... Um hier wieder an den Anfang zu kommen, muss ich den ersten Checkpoint aktivieren. So, hier wieder genau das gleiche. Erstmal einen Checkpoint aktivieren. Umdrehen geht leider nicht. Okay, was... Jetzt habe ich diesen Knopf hier freigeschaltet. Und der fährt mich darüber. Ich würde ja wetten, dass dieses blaue Ding hier das Monster freischaltet. Ja, haha, natürlich tut es das. Komm, friss mich. Sehr schön. So, dann muss ich halt hier leider alles nochmal von vorne machen, aber ich weiß ja, wie das geht. Deswegen habe ich es gerade auch so wunderbar versaut. Naja, ich bin ja schon da. Gut, hier auch nochmal das Gleiche. Da ist ja auch alles zurückgesetzt. Nee, stimmt nicht ganz. Das hier ist jetzt zu. Komm mal zurück. Nee. Du fährst zurück, genau. Dann darüber. Und zum Umdrehen. Muss ich zum Umdrehen? Ja, zum Umdrehen muss ich da rein. Genau. So ist das. Ist so ein bisschen wie Schach. Man muss manchmal einfach opfern, um am Ende dann doch zu gewinnen. Nur im Gegensatz zum Schach opfert man hier halt keine Bauern, sondern gleich die ganzen Ritter. Die sind quasi alle gleich. Ja, so ist das, ne? Wenn alle gleich sind. Dann sind alle gleich wenig wert. Okay, hier kann ich alles zurücksetzen da oben. Da links nur mein Startpunkt. Was möchte ich hier tun? Ich glaube, ich möchte hier sterben. So, wie kriege ich das hier auf? Keine Ahnung. So. Uah. Nee, also so garantiert nicht. Gut, also nochmal von vorne. Ich brauche den hier. Dann habe ich eigentlich nur noch diese Möglichkeit. Genau. So, was tue ich hier? Ich glaube, ich muss da irgendwie hochkommen, ne? So irgendwie. Will ich jetzt hier sterben? Ich kann da ja schon mehrfach rein, ne? Nee, kann ich nicht. Oh, stimmt, die klappen ja zu. Naja, wieder spawnen kann ich immer wieder. Dann spare ich mir das mal lieber.
für den Fall der Fälle. So, und auch hier. Okay, das war dumm. Entschuldigung, was für ein unnötiger Tod. Ach, verdammt. Ach, nö. Alles von vorne? Ach, Menü. Okay, hier darf ich also nicht runterfallen. Menü. Das ist ja blöd. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ups. Aber ich bleibe dabei. Ich will lieber im Feuer sterben. Als da oben. Ach so, ja, hier rechts ist natürlich so eine Brücke, die da hochklappt. Hätte ich jetzt von oben sein müssen, vielleicht? Wahrscheinlich schon, ne? Schauen wir doch mal. Wahrscheinlich hätte ich da schon oben sein müssen. Denn so wie es aussieht, habe ich jetzt leider keine Möglichkeit mehr zu sterben. Muss ich da überhaupt springen? Nö, muss ich nicht. Oder habe ich ja noch eine Möglichkeit zu sterben irgendwie? Ohne den Checkpoint zu aktivieren? Kann ich da vielleicht... Hip. Nein, das funktioniert leider nicht. Ach ja, das Ganze nochmal von vorne. Was für ein schönes Level. So, hier aktivieren. Da rein. Da rein. So, einmal hoch. Ja. Genau, hier kann ich nicht anders, aber hier kann ich ja gleich hochgehen, wenn ich die Brücke hier hochklappe. Genau, so war mein Gedanke. Und jetzt kann ich das ja wieder hier runterholen. Nein, ich muss hier nicht springen, nur weil da eine Stufe ist. So, und wenn ich mich jetzt hier zum letzten Mal töte, dann kann ich zum Ziel. Oh, der Jeff. Das Monster heißt Jeff, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. The Amazing Jeff. Sehr cool. Ich mag das ja, wenn so Tiere oder Pflanzen Namen bekommen. Ich weiß gar nicht, es gab bei Indiana Jones 3 gab es ja so eine Topfpflanze, die einen Namen hatte. Wie hieß die noch gleich? Chuck oder so? Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Chuck hieß, aber ich fand's lustig. Und hier heißt das Monster halt eben Jeff. So, was passiert hier? Ich schätze mal, ich friere ein und werde zu einem Eisblock. Okay, da unten ist nur ein Abgrund. Ja, so wie ich mir das gedacht habe. Sehr schön. Ein Eisblock, den ich verschieben kann. Und dann kann ich da hoch. Sehr schön. So gefällt mir das. Nur, wie komme ich jetzt zu Jeff? Muss ich da... Dann muss der Eisblock wieder runter, ne? Ich glaube Ach nö, warte mal. Ich hab's doch gerade kapiert. Folgendes, ich brauche hier einen Eisblock, den ich eben nicht auf den Schalter... Ich sagte nicht auf den Schalter schiebe, sondern direkt oberhalb stehen lasse. Nein! 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 Weg da! Runter! So. So ist gut. Genau so. Hey, Jeff. Hier, hast du Futter. Und jetzt, Julie, zeig uns, was du kannst. Dudum, da komme ich nicht hoch. Aber es gibt hier... Wie, das passt nicht. Das ist ja gemein. Ich muss hier sozusagen sterben, um zu leben. Was ganz Neues in dem Spiel. Immerhin. Das zeitlich beschränkt? Oder bleibt das? Hey, da geblieben. Muss ich einen Turm bauen? Nee, da kann ich hochklettern. Okay. Ich finde das großartig mit den Blöcken. Muss ich sagen, gefällt mir. Das ist der erste Level, den ich vor dem Let's Play noch nicht gespielt hatte. Aber ihr seht, so schwierig sind die Levels nicht, auch wenn man sie zum ersten Mal spielt. Also, ich komme da ja schon relativ gut durch. So, drückt das jetzt auf den Knopf? Tatsächlich. Wie gut. Also, merke,
Löcke können auf den Schienen langfahren, die Ritter können nicht auf den Schienen langlaufen. Okay. Einmal drücken fährt nach rechts, nochmal drücken fährt nach links. Ah, ich glaube, ich habe es kapiert. Nö, so nicht. Hep! Verdammt. Da geblieben? Da geblieben. Ach, komm schon. Ich will da nicht hoch. So. Einmal Schwung nehmen und dann fressen lassen. Tschüss, Arthur Jones. Marktgraf von, keine Ahnung, von was eigentlich. Weiß ich nicht. So, einmal Schwung holen, ganz viel. Und dann sollten die zurückkommen und mich darüber fahren. Genau, das war der Plan. Sehr schön. Cooles Level, gefällt mir. Ich mag diese Eisblöcke. Muss ich sagen, ich mag sie. Finde ich gut. Und, na komm, ein Level schaffe ich noch heute. Kann ich denn mit dem Feuer... Ah ja, interessant. Interessant. Eisblöcke schmelzen zunächst und schützen erstmal die Leiche, die dann noch existiert danach. Aber ich denke mal, wenn ich einen Block dauerhaft auf dem Feuer stelle, dann... Natürlich, ja klar, da kommt die Leiche raus und... wird dann natürlich verbrannt. Ups. Das war jetzt eher nicht so klug, ne? Möchte ich mal so behaupten. Och, komm schon! Kannst dich doch da nicht festhalten! Dann machen wir das halt eben mal hier. So. Was? Ich war auf dem Eis! Was soll das denn? Ich war aber sowas von auf dem Eis, Mann! Ups. Komm, das reicht. Es reicht, um durchzugehen, aber nicht, um da hochzukommen. Wie komme ich da hoch? Ich könnte da hochkommen, indem ich zwei Blöcke übereinander staple. Indem ich sozusagen Hochstapler werde. Aber dann dürfen die natürlich nicht so schnell flutschen, sondern was ich natürlich brauche. Na? Ich muss die dann natürlich von Hand losschieben. Statt über die Schräge. So. Und dann... Nein! Ah! So knapp! So knapp! Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das ist machbar. So viel dazu. Komm mal her. Komm schon. Was zum Henker. Naja, ey, vielleicht ist es ja gar nicht so blöd. Vielleicht hilft es ja, wenn ich mehrere Blöcke nebeneinander habe. Damit der obere nicht so direkt da rumrutscht. So. Na? Ach, was soll's. Dann gibt's halt in diesem Level kein Monster. Ist doch okay. Beim nächsten Mal dann wieder immunisiert. Ich hatte dieses Level jetzt zum Beispiel mit drei Toten, keine Ahnung, beides schaffen können. Hab's auch mit 14 gemacht. Ja, weil, keine Ahnung, ist halt so. Eismobil. Hey, das klingt lustig. Das mache ich nochmal. Hep. Und hep. Ach, da kann ich mich festhalten. So. Ja, okay. Das hat ja wunderbar geklappt. Ich sehe noch gerade, da unten ist ein Monster. Komme ich da denn so hin? Das klappt doch bestimmt, oder? Ja, das klappt. Sehr schön. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und... Na, ich habe vor ein paar Wochen Trying gespielt. Da gibt es den Ritter. Der tanzt dann so schön, wenn man abwechselnd links, rechts läuft. Das kann der hier nicht so gut. Also gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.